Das heisst, dass die Krankheit einem immer irgendwo begleitet im Hinterkopf, manchmal viel mehr, manchmal viel weniger, aber dass ich nicht Krankheit bin. Ich bin Tanja und Krankheit gehört einfach zu mir. Also Krankheit verändert ziemlich alles. Es verändert die ganze Einstellung zum Leben. Die Angst. Die Angst, die mich immer begleitet. Ja. Die Angst, dass die Medikamente, die ich nicht mehr Einfluss habe auf mein Leben, die ich nicht kontrollieren kann, das ist, glaube ich, das Grösste. Ja. Also es ist sicher meine Familie, ganz gute Freunde und vor allem meine Kreativität. Also dort bin ich daheim und das tut mir auch sehr gut. Das kann ich auch allein machen, wenn es mir nicht gut geht. Das kann ich immer allein machen, da brauche ich gar niemanden. Im Moment wieder sehr gut. Es gibt immer Phasen, wo es mir gut geht. Es gibt Phasen, wo es mir ganz schlecht geht. Aber im Großen und Ganzen habe ich eine Form, wo ich sehr gut damit umgehen kann, wo ich viel dabei gelernt habe. Und das, was ich hier gelernt habe, tue ich eben auch gerne weitergeben anderen Betroffenen. Sehr gut erinnere mich an die Diagnose zurück. Ja, es war ein Schock damals. Vor 30 Jahren, man hat es halt auch noch nicht so gekannt. Auch die Verbände, die Arbeit hat es nicht so gegeben. Ich bin mir jetzt allein vorgekommen von den Ärzten auch und es war keine einfache Zeit. Das ist so, ja. Ich habe sicher über 2 Jahre herumgedoktert, bis schlussendlich eine Diagnose da war. Ja. Sowohl als auch, ja. Es ist eine Art, man hat einen Namen gehabt. Ich habe nachher gewusst, was es ist. Andererseits hatte ich vorher natürlich immer die Hoffnung gehabt, es ist irgendwie etwas, das wieder vorbeigeht. Und nachher habe ich gelernt, dass das halt eine chronische Krankheit ist, wo ich mich darum abfinden muss, dass ich das längere Zeit werde. Wir müssen herumtragen. Ich hatte auch Phasen, in denen ich das Gefühl hatte, das stimmt nicht. Ich wollte das verneinen. Ich glaube, das ist eine Phase, die viele durchmachen. Ich habe dann aber nachher, als ich die, auch mit dieser Coaching-Ausbildung, die ich gemacht habe, halt sehr viel über mich gelernt. Wer bin ich eigentlich? Was will ich in meinem Leben? Und habe auch so gelernt, mit der Krankheit umzugehen und die Krankheit wirklich zu akzeptieren. Und nicht einfach nur mit dem Leben, sondern halt akzeptieren, dass ich das so habe. Und habe auch viele Vorteile gesehen. Ich lebe sehr intensiv. Sehr, wie soll ich sagen, achtsam. Das ist so ein Schlagwort heutzutage, aber ich lebe wirklich achtsam. Und das ist auch etwas, was ich probiere weiterzugehen, die Achtsamkeit. Ja, das war eigentlich fast das Schwierigste gewesen, weil mit den Körpersymptomen konnte ich umgehen, aber mit der Psyche hatte ich sehr Mühe gehabt. Damals, von eben so im 88, 89, 90er Jahren, habe ich Ängste entwickelt. Ich hatte Angst- und Panikattacken gehabt, die ich irgendwie bewältigen musste. Großer Appell zur Diagnose, liebe Hausärzte, wenn ihr Patienten mit diffusen Beschwerden, Symptomen habt, die in diese Richtung deuten, bitte schneller, früher, immer zum Gastroenterologen überweisen, dass die Patienten schnell an die für sie geeignetste Medikation kommen und ganz schnell viel Lebensqualität haben. Lass dich nicht verrückt machen, das Leben geht weiter.